Moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Little Polaris, heute wieder mit einem neuen Video für euch. Heute schauen wir uns wieder Reactions an. Dieses Mal Revi Memes, die Avive HD komplett zum Weinen bringen. Ziemlich krass. Und dann schauen wir uns, glaube ich, noch Standard Skill Fails an. Also es wird ziemlich lustig. Legen wir einfach los. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Let's go. Und vielleicht finden wir jemanden, der lustigeres Lachen als Avive hat. Oh. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist ein richtig wunderbares Video, weil heute wieder einer meiner persönlichst liebsten Erzfeinde auf YouTube weggedisst wird, und zwar Avive HD. Lukas, wie geht's dir heute? Hey, du hast gesagt Revi-Memes, Digga. Ja, ach so, ja. Revi-Memes heißt aber, das sind Memes, die bei mir im Reddit erstellt worden sind. Also eigentlich Memes, die irgendwie nur dich fronten. Weißt du, was ich meine? Bisschen unangenehm. Leute, falls ihr Bock habt, da mitzumischen und ein bisschen Cybermobbing zu betreiben, sau geil, kommt ins Subreddit und lasst euren Moment, ich bin da nicht verantwortlich für den Inhalt dieser Community. Da musst du dann Einzelanzeige an die Leute stellen. Beginnen wir das mit dem ersten Bild, Lukas. Wir sehen hier die Angst, dank meiner Autokorrektur etwas Verdautes zu schreiben, wächst von Tag zu Tag. Verstehst du's? Verstehst du's? Ja, weil nicht wächst, sondern? Sondern. Genau, richtig. Ah ja, hier. Avive Videos, YouTube Deutsch. Junge, als Maul, Alter! /r Anti-Avive Community Reddit. Es gibt ein ganzes Reddit gegen dich. Wie geil! Hey, wie geil! Geht da bitte nicht hin. Geht bitte weiterhin zu mir, Leute. Wir brauchen die Aktivität in meinem Community Reddit. Es ist aber wirklich so, Lukas. Dieser verpestete See ist einfach, Digga, Sinnbild für YouTube Deutschland. Wobei auch andere Leute ihre Scheiße da reinkippen. Tatsächlich unter anderem. Reden wir drüber. Ja. Und noch ein Meme, welches nur gegen eine Wife geht. Fear not, my lady. I'll save you. Thank you, my hero. You like my hero. Like a Wife HD. Yeah, she was already dead when I found her. Aha, schade. Ja, was soll ich sagen? Ein relativ unrealistisches Szenario, dass ein Feuerwehrmann eine alte Frau verbrennen lässt, und auch ein relativ unrealistisches Szenario, dass überhaupt jemand sagt, du bist mein Held, so wie bei VD, weil. Lukas, ja? Also. Ach, nächste Meme. 14 Uhr, wie abonniere ich hier Avive HD? 14.12 Uhr, wie beleidigt mich Google? Imagine, Alter, du bist wirklich dafür gefrontet. Ich fände es übrigens so geil, Alter, wenn man eine Custom-Meldung bei YouTube bekäme, wenn man jemanden abonniert. Weißt du, was ich meine? So ein kleines Pop-Up-Window, wo da bei dir einfach stehen würde, du hast absolut gebaut, Bruder. Weißt du, wenn man dich abonniert? Was soll die jetzt geht's abwärts mit deinem Leben. Irgendwie sowas wäre. Fühle ich auf jeden Fall sehr. I'm sure he broke up with me because I'm ugly. Oh no, don't say that. You're beautiful. He broke up because you like Avive HD. Stell dir vor, dein Freund. Digga, hab ich jetzt nicht ganz so gefeiert, ne? Stell dir aber mal vor, du bist bitte in einer festen Beziehung, ja? Und deine Freundin sagt, sie mag Avive HD. Und dann ist natürlich deine Pflicht als Freund, welche, Lukas? Machen wir weiter, oder? Nee. Ich möchte kurz die Antwort hören. Die Antwort ist nicht, sie ehrenlos weg, sondern. Nix? Du machst Schluss, ganz Digga, genau. Ich sag das zu nix. Revi, wenn er einen YouTuber mit einer lustigeren Lache gefunden hat, Revi, I don't want to play with you anymore. Ah, geil. Leute. Ich warte immer noch darauf. Können wir jetzt bitte Folgendes machen? Ich möchte jetzt, dass ihr alle ganz kurz YouTube-Videos hochladet mit dem Hashtag lustiger als Avive, wo ihr einfach nur konstant lacht. Ich ziehe mir das mit Lukas gemeinsam die Tage rein, und vielleicht finden wir jemanden, der lustigeres Lachen als Avive hat. Da bin ich dabei, wenn wir aussuchen, wer mich ersetzt. Ganz genau das, Digga. Also Leute, ballert mal gerne Hashtag lustiger als Avive in euren Videotitel auf YouTube und lacht mal 10 Sekunden lang, da freuen wir uns drüber. Ihn ersetzen, Alter. It's alive! Speak, my child! Ich habe Avive HD abonniert. Oh, I forgot to give you a brain. Schade, Alter. Frankensteins Monster hier. Dumm AF, Alter. Ja. Wobei, also man muss ja mal auch hier eine Lanze brechen für Lukas. Nicht im wörtlichen Sinne, meinem Penis geht's gut. Es geht da primär darum, es gibt sicherlich noch Schmutzcharaktere, die... Ach, Digga, wir brauchen jetzt gar nicht diesen Siemens zu erwähnen, oder? Was? Jetzt gibt's wieder ein komplettes dreisteiliges Ansagenvideo gegen mich. Ich freue mich drauf. Neues Video von Gewinnzeit. Juhu, mit der Vibe. Nee. Das untere, da freut sich die Katze, Digga. Lukas, ich warte mal ganz kurz. Eine Katze, die sich... Also du hast doch Katzen, oder? Ja, meine freut sich so. Ich weiß gar nicht, was du hast. Digga, bist du dir nicht sicher, dass deine Katze sich einfach jedes Mal vor deinem Face erschrickt?
Kann das vielleicht sein? Kann sein, dass du irgendwie mal einen Deutschkurs belegen musst. Oh, erschreckt, hast du gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Brauchst hier nicht rausreden. Alter, finde ich, bilde ich mal Haus. Where is it? Das ist Real Talk, Digga. Im Craft Attack einfach. Oh, wieder ist Patrick dabei. Ja, wieder auf jeden Fall komplett richtig geschrieben. Aber es stimmt tatsächlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Jahr Craft Attack. Ich hoffe, dass alle wieder mit am Start sind und dass ich wieder dann für 3 Monate der größte Streamer Deutschlands bin und danach wieder absolut abstürze mit meinen Viewerzahlen. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. Let's go, der Hase. Revi, Zuschauer. Mann. Zuschauer, heute kein GTA-RP. WTF-Dude. Verstehst du? Nee. Also ich streame ja immer auf Twitch, ne? Ja. Und da mache ich immer GTA-Roleplay, ne? Ja. Und das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Cool, aber alle fragen oder? Immer... Nee, warte. Und alle fragen immer danach, wann ich wieder GTA-Roleplay bringe, okay? Ja. Und das ist jetzt quasi das Meme. Also das bin ich, das ist der Zuschauer, ja? Und ich bin ziemlich schwach und der Zuschauer ist sehr stark. Und ich sage heute kein GTA. Der starke Zuschauer, ja, reagiert quasi genau so. Verstehst du? Ist erschrocken darüber, ja? Hallo? Ja, ich hab zugehört. Minus ohne Vive. Das ist gut. Das hat so richtig stumpf, aber einfach nein. Digga, dieses Gesicht hier oben. Einfach ein normales Revi-Video. Okay. Ein Video mit der Vive. Keine Miene wird verzogen. Ist okay, wir machen weiter. Ja. Was? Hä? YouTube, Content, Revi. Hä? Moment mal. Ich glaub's grad nicht. Also soll der Meme aussagen, dass du kein Content? Ich kann's nicht, ich weiß es nicht gerade, warte mal. Ich schaue als Revi auf YouTube und YouTube schaut Richtung Content, also empfiehlt mich YouTube gerade nicht weiter, ist das der Joke? Ich get ihn nicht. Digga. Kannst du ihn mir erklären? Ich glaub's auch absolut nicht. Mir ist noch nie aufgefallen, dass diese Frau all die Tüten in der Hand hält. Guck mal. Digga, what the fuck? Das will das Szenario nur, Alter. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine echte Aldi-Werbung, Alter. Vielleicht findet der Typ sie geil, weil sie zu Aldi geht und sie hat gar keine Tüten. Oder er findet sie geil, weil sie Tüten trägt und sie trägt gar nichts. Verstehst du? Aber er hat eigentlich Hunger. Ich hab kein Wort verstanden bis zum Ende gar nichts. Kompliziert, Alter. Revi, mach mal wieder bei einem meiner Videos mit. Weil ich will nicht, dann werde ich wieder beleidigt. Revi. Der einzige Grund, warum du weißt, was ich mache. Ey Leute, ich schwör's euch, eigentlich müsste ich mal meine Top 10 Sprachmemos zusammenfügen, wo ich Lukas davon überzeuge. Bro, lass doch schnell aufnehmen. Komm, wir hasseln schnell ein Video zwischen. Der hat manchmal Geschichten, als wird gerade die Welt untergehen. Ich brauch's unbedingt. Komm jetzt bitte sofort. Digga. Aber man muss es ihm zugute halten. Er ist immer da, wenn man ihn nicht braucht. Was? Also, wenn Revi in Games verkackt, oh, Game beleidigt, mein beleidigt. Ja, schwierig, Digga, schwierig. Wir wissen ja alle, bei Fortnite... Ganz kurz, Real Talk, das ist wirklich in Fortnite. Du bist die Person, du rennst von mir weg, wirst dann gekillt, dann schreist du trotzdem mich an und beleidigst mich. Wo bist du? Aber das Ding ist ja, dass ich dann trotzdem meistens mehr Kills hab, also bin ich der bessere Spieler. Meistens, ja. Meistens. Nein, also wirklich, jetzt mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Bro, die meisten Fortnite, wenn ich du wäre Aufnahmen, bin ich besser. Mit 1 gegen 1? In 1 gegen 1 sagt immer noch über den Skill aus, du verstehst es immer noch nicht. Bist du 13, Lukas? Bist du 13 und du hängst in Saturn nachmittags rum? Komm, 1 gegen 1. Genau das. Revi, normale Anmod, weißt du leider. Der ist nice, Digga, der ist gut. Digga. Und ich fühle es auch sehr tatsächlich. Es ist, Digga, also ganz ehrlich, Lukas, ich kann ja auch... Oh, das fällt mir schwer. Ach, ich krieg so brennt. Ich hasse dich ja eigentlich gar nicht so sehr. Was? Irgendwie kommt es dann doch so ganz oft dazu, dass ich halt einfach nicht anders kann, weißt du? Es sprudelt einfach aus mir so raus. Das ist wie so ein Drang in dir, ne? Es ist wie so eine Art Zwang, ja? Es ist so ein Hasskick einfach, den ich nicht unterdrücken kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, Mann, ey. Ende. Son, I O winning, Son. Video mit der Vibe. No. Oh, dieser Frosch, Digga. Digga, dieser arme, weinende Pepe hier, Junge. Das ist Pepe. Ultra schlecht gemacht. Video mit der Vibe. Ja, ja. Naja, hat auch eine Menge Upvotes bekommen, das Meme. Muss man dazu sagen. Ja, Lulu. Ja, das sind immer Tausender bei Reddit. Revi, irgendein englischsprachiger YouTuber? Video-Idee. Das sind aber auch richtig. Also, Moment mal. Also, wir haben eine Menge Formate selbst entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich du wäre. Das haben wir nicht von Joko und Klaas. Ein Tag Ja sagen. Das haben wir nicht von Joko und Klaas. Ultra
Talent. Das ist keine generische Talentshow. Der kommt flach. Das habe ich von niemandem geklaut. Das habe ich selbst entwickelt. Das hast du von mir als Maul, Junge. Moment mal, wir machen weiter. So eine kleine 31er-Sau, Digga. Moment mal. Dieser Kopfschuss, Alter. Imagine, Alter. Der Weihnachtsmann bringt dich um, weil du dir im Vive-Merch wünschst. Es gibt an alle meine Zuschauer, die sind ja meistens alle erst 11, es gibt keinen Weihnachtsmann. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Schreibt mal euer Alter in die Kommentare. Seid ihr mal vorsichtig, falls euch hier Olli antwortet, schreibt nicht zurück. Revi, der wegen Vive in die Nervenklinik muss. Vive, der gerade aus der Nervenklinik kommt. Ein frohes Wiedersehen. Digga, sehr, sehr treffend, Alter. Sehr, sehr treffend. Oh. Die Mörder, er hat den Vibe abonniert. Alter, was Panik. Das wäre so cool. Ganz kurz, können wir diesen Video mal einen Counter reinmachen, wie oft du Imagine sagst? Nee. So sieht aber auch tatsächlich der Vive-Zuschauer aus, durchschnittlich, oder? Mit so einer ganz stabilen Maschallah, Seiten auch Gehirn rasiert, Alter. Carmen Geist Kirche, Revi Kirche, was? Carmen Geist Kirche, Revi Kirche, Kowalski Analysis. Oh, jetzt fällt es mir auf, wir sprechen. Kirche, Kirche. Oh mein Gott, maybe, wenn ich mit Carmen Geist ein Kind bekomme, spricht das. Ich will kein Kind mit Carmen Geist. Aber imagine! Halt deine Fresse. Mann, Frau, schwarz, weiß, reich, arm, asiatisch, Vive-Abonnenten. Oh, es gibt noch mehr. Weiter, Digga. Oh. For Christmas I want a dragon. Be realistic. Ein gutes Video mit dem Vive. Welche Farbe soll der Drache haben? Alter. Wie finde ich... Wie finde ich den Vive? Oh, Schwabbel, Alter. Vives Adresse auf Hops geleakt, Digga. Kurz Kommentar dazu. Sag nochmal ganz kurz, ich bin nicht fett. Ansonsten schneiden wir hier nochmal ganz kurz ein, ich bin nicht fett aus irgendeinem Video rein. Das sagst du jedes Video. Ich bin ja auch nicht fett. Pass mal auf, hier. Ich hab noch ein bisschen Speck. Perfekt. Junge! Willkommen in der Hölle. Oh, es ist weniger feil, als ich gedacht habe. Die Hölle ist für jeden individuell. Okay, was ist deine Hölle? Hier, bitte. Dieses Bild! Ey, ich hab das nicht mal irgendwo gepostet. Das war nur auf meiner Merch-Seite. Diesen Merch gibt's schon gar nicht mehr. Trotzdem, wo habt ihr lieber dieses Bild her, Digga? Digga, das ist wirklich das Meme-Bild Number One. Jetzt sind wir durch, Leute. Das war's von diesem wunderbaren Video. Wenn ihr euch genommen habt, dann lasst einen Daumen nach oben. Da schaut auf jeden Fall gerne bei Vive vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie ein Content absolut gegen die Wand gefahren werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf lustiger als Vive-Videos, meine Freunde. Das wird wieder arschgeiler Content. Ich bin an der Stelle raus und wir suchen jetzt demnächst den neuen Vive auf meinem Kanal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Leute, anstatt dass wir jetzt Standards schauen, schauen wir einfach Gewitter im Kopf an. Ich weiß, ich ändere da zwar jetzt was dran, aber es ist halt so. Jo Leute, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen. Man kann mich dafür nicht verurteilen. Auf meinem Kanal, was ist schon wieder, Junge? Bro. Jo Leute, was geht ab? Digga, wenn ich das höre, ich krieg direkt Kopfschmerzen. Stimmt, warte. Ich mach's neu, ich mach's viel besser. Ja. Small jetzt nicht mal anständig. Nicht deine mal Begrüßung ansatzweise. Ist nicht mal ansatzweise besser. Schreibt mal in die Kommentare, welche Begrüßung besser ist, Leute. Jetzt halt deine. Du klingst noch schlimmer als Diana zu Löwen, Alter. Junge, no front. No front. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht es am Titel. Wir schauen uns heute mal ein Best-of von den zwei Boys von Gewitter im Kopf an. Darf ich auch was sagen? Du darfst auch auf jeden Fall, Leute, ihr seht es am Titel. Wir schauen uns heute ein Best-of von den zwei Boys von Gewitter im Kopf an. Best-of Tourette. Nummer 7. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. 3, 2, 1 und los geht's. Beide Leute, hier sitzen im Hintergrund. So sah ich vor über 10 Jahren aus. Und falls ihr nicht genauso aussehen wollt, glaubt mir, das war keine schöne Zeit. Ich wurde gemobbt, ich war dick und hässlich. Dann abonniert lieber ganz schnell meinen Kanal, weil auf Real Talk so will niemand aussehen, Leute. Haut ein Abo rein. Glaubt mir, besser ist es. Meine lieben Mini-Freunde. Hallo? Hallo? Ja, es ist für dich. Okay. Hallo. Und ich, Eva. Genau, wir machen uns. Herr Thomas. Herzlich Arsch. Ja, Mann. Kann man Sound und Lauter drehen hier? Hier auf unserem Kanal. Spoiler, es wird nichts Interessantes passieren. Doch, es wird viel Interessantes passieren. Auf jeden Fall. Es ist nicht interessant gewesen, weil du dabei warst in dem Video. Es war sehr interessant, weil ich dabei war, Digga. Wahrscheinlich. So, let's go, Leute. Sehen wir uns nicht mehr in dieser Welt, dann sehen wir uns im Bienenfeld. Oder auch was gar den Pfannkuchen. Let's go, rein da. Nein, Jan,
Ja, ist das wirklich Wodka? Das ist nicht mehr Wodka. So kennen wir ihn. Nein. Oh mein Gott, das ist es wirklich. Oh. Guten Morgen, Barbara Sapplosch. Weil wir Karneval feiern waren. Du bist da, ich seh dich doch. Warum sagst du mir das? Lügst du mich an? Hast du auch Corona? Na, was? So, genau so. Ja. Ja, ich mach das gleich auf deiner Vagina. Alter! Ja! Also hast du einen Mann zugeben? Ein Strauß Chlamydien für dich. Oh Mann. Oh, die haben Sushi selber gemacht, das Video kenn ich noch gar nicht. Geht alles schnell, das Leben auch. Junge, ja, mit seinem Dab, Alter, ich feier dazu. Das ist so cool. Plot Twist, wir auch. Zweimal. Ah ja. Läuft an der Stelle. Ja, das kannst du. Kannst du denn wenigstens mal den Geschirrspüler ausräumen? Nein, du bist doch die Frau, oder was? Ich Walla. Da an der Stelle ganz kurz überspringen die Szene. Nein, und gerade Gisela sich von Monte hat inspirieren lassen. Das ist doch nicht mein Problem. Wir müssen noch ein paar Bananen-Sabatsche für den Teig. Achso, okay. Ja, hallo? Ich muss auf Real Talk sagen, der Dreh war so witzig, Alter. Der Sound war richtig gut. Ja, der Sound, da war ein bisschen reingeschissen. Ihr müsst wissen, Leute, Gewitter am Kopf, die Jungs haben sich so ein neues Soundsystem gekauft. Das war der erste Versuch, neues das Ding einzusetzen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Ein Soundsystem. Ja, es ist ein Mikrofonsystem, Junge. Weiß doch nicht immer alles besser, Alter. Ein Soundsystem ist aber das, was Sound eigentlich wiedergibt. Es kann auch Musik abspielen. Wir haben auch getanzt. Und jetzt halt deine Schnauze. Junge, ich wollte nur kurz sagen, Leute, der Dreh war lustig. Ich halte es einfach mal im Maul. Hallo? Besser ist das. Ei, ei, ei. Ja, ich weiß, Tim ist ein Hurensohn. Gisela. Oha. Ruf Herr Klein an. Herr Gisela. Ja, das funktioniert nicht. Voll krass, dass die auch bei uns im Party im Keller jetzt drehen, ne? Stimmt, Digga, das sieht genauso aus. Alge, Alge, Alge. Da war noch viel weniger Arme. Frau Knossi, das magst du. Wir bleiben drin. Na, oh, was, Alter. Ich klau gerade Sachen. Das ist so geil. Ich tu so. Ich tu so. Ich merke nicht, dass ich gefilmt werde. Sohn-Gabi, was machst du denn hier? Hat man dich rausgelassen? Ich hab sogar... Sohn-Gabi. Was? Die Szene kenn ich. Es gibt Leute, die kaufen. Stell dir vor, ihr wollt backen. Vor allen Dingen danach sagt dein Gesichtsausdruck so: Oh nein. Oh Mann. Pustekuchen, leider falsch. Hast du mich gerade gegessen? Du Schaut. Okay, stopp. Alle klar, ihr seid ein weniger Straßen. Boah! Ja, die Bremse doch knapp sparen. Du bist mit einem kleinen Ja. Ja. Oh. Junge. Das ist ein bisschen mehr als bei Kopf, oder zu sagen. Ja. Alter. Oh, Alter. Oh, Alexa, genauso gut wie dich. Oh. Komm mal hier. Da waren wir. Alexa, stopp. Aus. Nein. Nein. Auf korrekt, das war aber geil, das Restaurant. Gurke mit Salat. Ich wollte was anderes haben. Ich dachte jetzt schon eher an eine Hauptspeise. Schweineschnitzel. Glaubst du, ich weiß, was es hier zu essen gibt? Haben wir da schon so ein kleines Steak? Oh, Junge. Oh, nee. Das wird aufgehen. Nee, der nicht. Alter. Tim ist aber auch immer so dumm, Alter, und sagt dann immer noch so ha 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 und dann. Sein Gesichtsausdruck ist immer so, oh. Von jemand keinen Kuchen. Da war leider besetzt, als ich angerufen habe. Aber ich könnte auch dein letztes Bumsrecht fragen. Die hat hart, hart gegen ihre Religion verstoßen. Oh, Alter. Psyche. Mein Herrn Garnthal mit. Und Salz. Jo, Salz da rein, natürlich. Digga, Gisela liebt es so zu triggern, auch andere, ne? Ich weiß noch in Madeira hat Gisela die ganze Zeit irgendwelche Flaschen und Wasserkanister und Sachen geholt und dann immer dich ausgelacht, wenn du gezogen hast. Ja, ja, oder zum Beispiel halt mit dem Feuerlöcher. Weißt du, wo wir draußen jedes waren? Mal. Wo wir draußen waren, so Feuerlöcher und geht so in die Ecke. Und ich so, nein, 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 der so, haha, hier ist kein Feuerlöcher. Das ist ein Junge, Alter. Erst recht, die Feuerlöcher,
Gisela hat die immer gefunden, aber wir haben die sogar versteckt. Und keiner weiß, woher sie dann wusste, wo die sind, aber sie hat sie immer gefunden, Leute. Sensomatik. Das war zu lustig, ne? Ich gucke so, weil ich bin verstrahlt. Oh, was? Nagasaki. Oh, Junge. Das ist seitdem unsere DDR-Pleite ist, erzählt aber nicht weiter. Ich muss sogar anschaffen. Alexa, kannst du bitte die Fresse halten, wenn die Herren sich unterhalten? Das ist aber nicht nett von dir. Sorry. Ey, das war fast so gut wie bei dem Hide-and-Seek-Video, das versteckt, Digga. BTF. Ich brauche eine mentale Pause. Ja, da gibt's heute keinen Pfannkuchen für den kleinen Hector. Junge. Wie Tim aussieht einfach. Aber auf Real Talk, egal wann die irgendwie was kochen, der sieht immer so aus. Ja, ja. Er sagt doch noch, der sieht teuer aus. Ah, okay, alles klar. Ach, weißt du was, ich will heute nicht kochen. Das ist geschehen. Oh, das ganze Mehl. Ich hätte das jetzt weggekriegt. Oh, junger Alter. Hat voll den Sekt reingekippt. Alter, das war doch in diesem Morgensvideo, ne? Ja, ja. Wo der immer Jause gesungen hat. Damals, wo man noch normal einkaufen konnte. Okay, Lachs. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wollt ihr mal sehen, wie der Team kotzt? Digga. Boah, das weiß ich noch. Ja. Zitrone. Alter, Junge! Alter, greif rüber! Dankeschön! Alter! Ich hab noch mehr Zitrone! Alter! Jo, der schmeißt es halt durch den Raum! Bester Kellner EU-West, Leute! Wie schmerzhaft ist es gerade von 1 bis 10? Das war schon. Hey Digga, da wäre ich noch so gern dabei gewesen, ne? War so geil, dass du da schon weg warst. Wartet mal. Ist es nicht... Oh, mir fällt der Name nicht ein. Von Mimi? Die Freundin ist es doch, oder? Das ist sie doch. Die so zur Zeit mit Upper Red so richtig Beef angefangen hat jetzt. Ich weiß ja zwar, dass es schon vor Gericht geht und so weiter und so fort, Leute. Aber wer weiß, ob die Sache hinterher geklärt ist und die nicht noch weitermacht, ganz ehrlich. Also an meiner Stelle würde ich mich, wenn ich sie wäre, würde ich mich einfach bei Upgrade entschuldigen und schauen, dass es alles geklärt wird und so. Und falls sie halt nicht einstimmen sollte, dann ist auch egal. Ja, dann kann die sich gerade in den Wind schießen gehen. Ja. Uff. Meditieren. Digga, er zeigt einen Stinkefinger. Geflüstert. Gurke mit Salat. Wo wolltest du die gerade hin? Ja, klar, unter den Stuhl. Aha, da wo die Gurken ja hingehören. Geheimversteckte Gurken. Guckst du auf? Voll. Das ist kein Kind. Das bist du ein Lachen. Oha. Da wurde der Kamera mal eben. Grüße gehen raus. Aber der chinesische Schauner, ich glaube, ich habe Corona. Das tue ich aber nicht. Oh, Alter, hab's genommen. Das ist hygienisch nice. Was das nicht macht, er macht's weg. Das ist das A.
Arschloch von dem Fisch. Ja, glaubst du mich hübsch, dann ist der Cola. Alter. Einfach random und noch ein Ei rein, Digga. Oh nein, 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 nein. Einer. Nein. Ah, ja, okay. Warum jetzt doch mal rum? Auch spontan mal ein Spiegelei. Das schmeckt. Ja, du hast meine Mutter gebumst, ich hab's gesehen, ich sauf geleiert, ja. Oh, 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 yo. Okay. Die machen sogar Doppeldates mit der Laura und Michael Wendler. Oh, ich hab von immer noch die Video. Alter. Und Hiroshima ist weg. Oh! Junge, das aber auch immer böser sagen. Digga, Digga, Digga. Junge. Ich hab immer noch viel weniger Ahnung. Wenn ihr das in Monika gesehen habt, werde ich eine Atombombe auf die YouTube-Seite. Ja! Ja! Oh, tschüss! Was? Das hab ich noch nicht gesehen! Alter. Was? Aber du machst das schon. Ja, du bist eine Frau, es ist okay. Normale Moves, ich brauch das, ich werd sonst nicht wach. Wie oft bist du in der Weinabteilung? Ja, so häufig wie ich deine Mutter in die Sushi geschrieben habe. Immer wenn irgendwas Alter. Dagegen ankämpfen. Dann schütten wir uns einfach zu. Also ich find, ja. Mir ist aufgefallen, dass es hier sehr sauber ist. Und diese gesamte Insel ist einfach komplett behindertengerecht und unnormal. Das sehe ich, will sofort wieder dahin, ne? So. Ich find's ja auch unnormal sauber. Die Menschen, ich will unbedingt nochmal das Update Tanzverbot mit da reden. Sag aber okay, wiederhol es. Jungs, komm, ich lade euch heute mal ein, ne? Geht mal auf. Geht mal hier auf meinen Nacken. Unangenehm. Richtige Reaktion an der Stelle. Das passt an der Stelle dann auch, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Schaut war gerne cool. Mal in die Beschreibung, da kommt ihr einmal zu Gewitter im Kopf und auch zum originalen Video. Schaut da gerne mal vorbei. So, Leute. Ja, das entscheide ich. Wir schauen uns jetzt das letzte Video an. Was? Monte Ausraster. Und dann beende ich das Video an der Stelle auch. Geht ab, Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute nochmal mit Greenscreen im Hintergrund. Ihr seht schon, und ich bin heute nicht alleine, sondern zusammen mit Greenscreen. Sieht niemand. Das Ding ist, die Leute sehen den Greenscreen selber nicht, weil der ist rausgekeyt. Also, jupp. Ja, aber ich habe ja gerade coole Effekte und sowas. Hast du nicht? Das hat dein Cutter gemacht. So, fang einfach an. Guck, ich bin jetzt zum Beispiel unter Wasser und jetzt im Weltall. Oh, ist das krass, dein Bruder. Armer Cutter. Aber können wir einfach anfangen? Ja, wir gucken uns nämlich heute nochmal die besten und lustigsten Momente in Fortnite vom lieben Montan, Leute. Das haben wir schon öfters gemacht, auch mit Trimax. Ich glaube, Montan hasst dich. Ja, das kann sehr gut sein. Auf Wiedersehen. Weißt du, früher, Digga, ich hatte mit Montan eigentlich mal relativ guten Kontakt, so wir haben viel geskypt. Und dann habe ich durch euer scheiß Format mit Broken Sums und so, da musste ich Pimp My Fahrrad hochladen. Und dann hat Monte mich aus der Abo-Box genommen und hat mir geschrieben, so, ja, Bruder, ich feier das Video momentan nicht, was du hochgeladen hast. Und ich dachte mir, Bruder, was geht jetzt ab? Echt jetzt? Ja, und seitdem, und ich muss Känguru-Plätzchen backen. Weißt du das noch? Ja. Durch eure scheiß Aufgabe und dadurch... Krass, die haben mich einfach uncool gemacht, Mann. Und dadurch hatte ich keinen Kontakt mehr mit Monte, Leute. Scheiße, Alter. Mensch, und jetzt ist auf jeden Fall schade, so kann's laufen. Sein Fahrrad pimst. Ja. Ist auf jeden Fall schade, weil Monte ist echt ein korrekter Typ und ich würde auf jeden Fall gerne nochmal mit dem irgendwo starten, aber Leute... Ich bin in den Mund! Monte ist echt ein... Junge, du bist so ein... Halt deine Schnauze, Alter! Du postest immer ein Hand of Blood auf Twitter. Hey, cooles Video heute. Elki, ich liebe dich. Ja, Digga, vorhin kann ich weiterreden. Ich würde sagen, wir laden mal nicht lang drum herum, Leute. Wir gucken uns die Sachen jetzt an. Und dann würde ich sagen, let's go. Und ab rein da. Montana Black. Ich muss dann sagen, seine Art und so ist halt einfach witzig. Deswegen gucken wir uns sowas ja auch an. Hey, ich guck Monte, weil der für mich ein Vorbild ist, deshalb. Ja, okay. Wahrscheinlich. Okay, Leute, let's go. Oh, stark, Alter. Hier der Ramp-Push auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Geht der mit der Scar ran? Nein, er hat eine Farmers und verliert den Highground. Geht aber jetzt hin. Laserschwert. Holt den Kerl jetzt hier auf jeden Fall ordentlich einen runter. Blockt ihn mit dem Laserschwert alles ab. Gebaut wird hier nicht bei dem jungen Mann, sondern nur draufgeschlagen. Montana Black. Schon damals denjenige gewesen. Schlägt immer weiter drauf. Unglaubliches Play von dem Kerl hier. Oh! Ah, Digga, Null! Das ist ja
Digga, holy Macaroni, Digga, das Ding ist ja absolut. Holy Macaroni, oder? Man könnte ein Trinkspiel machen, weil jedem mal Digga einen kurzen, du bist nach einer Minute weg. Ich glaube auch, es heißt Holy Macaroni, oder? Ja. Nicht Macaroni oder Macaroni, Ja. Ja. Heißt es wirklich so? Ich weiß es nicht. Auch mit am Start. Grüße gehen raus. Oh, er baut einfach runter, scheiß drauf. Oh, Junge. Reine Jammer, Digga. Einfach rein in der Olga und gut ist. Genau so ein Ding. Ja, ich hab ihn geholt, Digga. Unter mir sind Gegner. Uff. Let's go, der Hase. Was los? Oh, Digga, war auch Anlag, dass er genau dann hoch. Naja, man hasst es. Jetzt zieht der rein, ey. Oh shit, Wonderskin hier. Zusammenschmeißen wie in der Spielo. Der Flex. Uff. Oh. Oh, oh Junge. Oh. Tschüss, aber dass hier auch so rein. Der andere Granatenspam, der andere Granatenspam. Und er macht noch einen Kill. Und. Links ist der. No. Kein Kill. Let's go. Der linke. Oh, Achtung, Granate hier vorne. Schlag. Da liegen noch ein paar, Bro. Nimm sie dir. Da sind noch ein paar Granaten. Hol ihn dir, hol ihn dir, Tiger. Läuft. Chili, pass auf. Achtung, Granate meinerseits. Da vorne waren aber noch Shots, Digga. Die bei mir im Haus. Monster ist actually gar nicht so bad, ne? Ich sagen, so schlecht. Also, er war mal wirklich. Am Anfang, Digga, dachte ich mir, ja. Aber ich meine, ja, kommt dann auch immer drauf an, was für eine Lobby du erwischst, ne? Es ist immer das Problem. Ich meine, jetzt am Bauen, man sieht es ja, dass er. Ja, auf jeden Fall relativ fluent, so, aber. So, keine 90s oder sowas, aber es ist schon relativ stabil. Nee, der ist nicht über dir. Oh, unter mir, unter mir. Ich hab ja, vergessen, dass wir hier mit einem Lost Clan ESL-Spieler zusammen reacten, aber... Ich war ja damals bei der WM, ne? Als Zuschauer. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Ich war als E-Sports-Reporter vor Ort. Ja, ja. Oh. Ja. Über uns noch? Ey, wie viele Gegner sind denn da? Ach, warte, Mont hat noch doch einen Kill. Eben der Granatenkill. Oh, Digga, und hops. Guck mal, da ist so ein bisschen der Switch halt nicht so schnell. Okay. Aber den hat er sich geholt. Erst recht? Stark. Digga, wir haben hier rasiert, AMK. Armena. Aber AMK. Er hat gerade erstmal den Typ gefinisht, obwohl neben ihm noch ein Gegner stand. Immer, damit man den Kill bekommt. Was soll man sonst machen? So. Noch ein Gegner? Nee. Er ist aber manchmal ein bisschen lost, er ist ein bisschen slow, weißt du, was ich meine? Ja. Nicht böse gemeint, aber ich spiele ja genauso. Weil Mont ist echt so voll der coole Typ und ich will genauso sein wie der. Ich bin nämlich ihr Vibe. Voila, ich hab die Granaten. Was war das denn? Oder warum sagt man Voila? Als Almeni. Digga, wie hab ich den genockt? Digga, ich will aber auch keine Wissen. Hey Leute, an der Stelle wundert euch nicht, die Qualität absolut mit dem Toaster gerade aufgenommen. YouTube hat das Ganze heruntergetrosselt. Ist bei dir auch so, oder Revi? Ja, bei mir ist es komplett HD. Ich hab nämlich YouTube Premium. Hä, hey, das hat damit nichts zu tun. Halt deine Fresse, das war ein Joke. Mach einfach weiter. Die Granaten so schlecht geschmissen, Digga. Wo hab ich denn einen genommen? Das ist aber so schön. Nice, wenn man so einen random Kill drin hat, Alter. Man kickt einfach irgendwo eine Granate hin und erwischt jemanden. Das ist so nice. Hier, nee, Digga, hier muss ich oben genommen oder hier unten? Nein, ich weiß es nicht. Wirklich, ich weiß es war nicht. War amazing. Ich hab keine Ahnung, aber es war amazing. War amazing. Es war amazing. Es war amazing, Alter. Der englisch speakende Boss. Oh, yeah. Oh, Digga. Digga. Baron kichert. Der Weihnachtsskin hier, bester Skin. Boah, Junge, oh. Unangenehm, Alter, die 130er. Ich glaube, der Rocket Launcher wurde auch rausgenommen. Kann boah, das sein? Asozial, oh. Digga. Aber gut gespielt. Aber auf korrekt, wenn ich so Gegner hab, ich ratz komplett aus, wenn die mit dem scheiß Raketenwerfer ankommen. Ich fühle das ja sehr. Was bin ich einfach? Mein Skin. Let's go, der Hase. Digga, ist der doof oder was? Also wahrscheinlich ist der AFK. Der ist doch noch eben gelaufen. Was machst du denn da? Hä? Hä? Als ob jemand so lost ist, aber so einen Skin hat. Ehrlich, Digga. Ja, voll nett. Da war wohl der OG. Da war wohl der Controller alle, Digga. Lul. Er hat sich kurz an der Nase gekratzt. Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat, Digga, aber ich hab's gerade mega enjoyed. Lul. Natürlich kommt hier wieder jemand mit. Lul. Das war ja wieder komplett an der Stelle. Und hops. Ja. Nein, oder? Und tschüss. Nee. Hä, warum erschießt aber auch nicht? Ja, moin, Digga. Wollten wir ein bisschen Schaden einstecken.
Wenn man so anlacke, aber auch. Der arme Typ. Das war ein Satz mit X. Dit war wohl nix. Genau so, das war ein Satz mit X, dit war wohl nix. So heißt das Sprichwort. Genau so geht das, Bro. Moin. Ah, die Tür. Man kennt sie. Oh, der Trap. Oh! Der Trap killt den Mann. Er hat 200 IQ gemacht. Was für 200 IQ? Er selber hat die Tür dahin gebaut, Digga. Und da ist er wieder. Der Rakete-Webber. Ja, ich würd mal bauen, Bruder. Fahr dich mal einen Gang runter. Fahr dich doch mal einen Gang runter. Oh, oh, aua. Oh, oh, aua. Wieso? No! Leg mal Arsch an. Heilschaden. Rentner-Place. Shit. Geht raus. Hier, der nächste Clip. Ich will einen Gegner trollen und es klappt halt auch noch. Oh, es klappt nicht. Ja, warum auch irgendwas machen? LOL, er lässt sie leben! Was? Er lässt sie leben. Digga, warum finde ich nicht so einen Gegner? So einen Gegner. Das war aber nett von ihm, Digga. Ja, Digga, das war aber ganz anders. Ehrenmann. Guck mal, Ehrenmann, Digga. Ehrenmann. Ich glaube, ja. Monte, Leute, Monte ist ja auch inzwischen aus der Fortnite-Szene irgendwie raus. Ich meine, ich habe jetzt lange nicht mehr gesehen, dass er irgendwie in Fortnite irgendwas gemacht hat, außer sein Video letztens eben mit der Wette gegen Stidi. Aber das war ja noch in Season 3. Wenn du deinem Gegner so viel Schaden machst und er dann geklaut wird, da muss ich aber weg, Alter. Season 4 war ja nichts mehr. Oh, perfekt. Boah, ich hasse die Waffe, Digga. Ich fühle dich gar nicht, Alter. Die Shotgun? Ich hasse die, ja. Ich mag die. Fand die gar nicht so bad. Ich finde sogar cool. Die blaue, normale Tactical geiler. Weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht, ist die normal noch drin oder ist die raus? Heavy Sniper. Oh, Bruder. Spast ist drin. Auf 180 Meter. Und die komplett, die jetzt komplett rotze ist. Kennt ihr den? Ich geb den Unterricht. So ein Ding ist das. Wahrscheinlich. Dann das geht. Wahrscheinlich, alles nicht stimmt. LOL! Lama? Hey! Okay, das bauen wir ein bisschen. Bruder, lass das Lama teilen! Wo ist er denn? Hä? Er ist, ich glaube, der ist runter, oder? Ja. Er ist durchgezogen. Ja, Digga, warum machst du so Stress jetzt? Ich hab dir nichts getan. Oh, den kriegt er nicht mehr. Oh, komm, Digga, der ist easy. Bitte. No. No, der ist, ja, der ist so dead. Haben, der ist so dead. Oh. Was? Als ob er ihn noch hochgenommen mein Lama, hat. In meiner Hut! Besser ist das. Oha, schmeckt. Digga, der stand da auf einmal vor. Aber lecker wie der Döner von Mehmet. Aber auch Profs, Digga, der nimmt das Medi... Der baut sich gar nicht ein oder so. Es interessiert ihn einfach nicht. Glaube ich. Oh, Steps. LOL! LOL! Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Steps kannst du Sniper, oder? Oh, selber Skin, Digga. Ah, er ist das. Ah! Nee, den knall ich nicht ab. Der ist immer korrekt gewesen, Digga. Ja, moin, Digga, wenn du dich einfach mit dem Stream-Sniper anfreundest. Oh, 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 ja, guck mal da vorne, guck mal da vorne. Hä, hey, die haben alle denselben Skin. Ah, da, hat er eigentlich. War das ein Event in Fortnite, dass jeder denselben Skin hat? Ja, auch ja, das war das Weihnachten allein zu Hause Event. LOL, der ist auch lieb. LOL! Nee, nee, ja, nee, moin. Nee, dann schnappt der auch einen Schneemann, Bruder. Schnappt der auch, wo ist mein Bruder, Schneemann? Bruder, ich bin da so raus, was Fortnite angeht, ja, mittlerweile, ne? Schnappt der auch einen Schneemann, dann sind echt, die Dreiermann Schneemann-Gang. Ja, ich bin immer noch voll drin. Die Dreiermann-Schneemann-Gang. Die Dreiermann-Schneemann-Gang. Jana, Abfahrt. Jawohl! Geil, Digga! So ist aber nice, Alter. Dafür liebe ich das Game auch, mein Lieber. Ah ja, einfach so. Drei Leute, ja, ja. Let's go. Gleich geht's jetzt noch für die anderen beiden leider am Bann. Stell mal vor. Geil. Jetzt, Monte! Bann. Farbst du nicht mit dem no Schwert? Way. Inshallah, dass es nicht so ist, Digga. No way, Leute. Steel, Bray. Krass, Digga, wusste ich aber auch nicht. Aber ich muss auch sagen, Leute, ich habe nie mit diesem Laserschwert gespielt. Einfach wirklich nie, Alter. Mein Vater hat mir das verboten. Dein Vater hat dir das verboten? Ist klar. Ja, schade. Der, aber na, erstmal duschen gehen, gehabt, Leute. Was macht der? Und da sind sie wieder. Die Nates, Digga. Und Rainer. Und Rainer. Digga, wo? Aber er wirft. Digga. Er wirft halt anders. Digga, ey, komm, so bitte, Monte. Bruder, bitte. Drück ihm doch. Schieß doch einfach. Ja, nimm ihn auf den Hochgepackt. Nimm ihn hochgepackt. Junge, Junge. Digga, er will unbedingt zum Loot-Drop, Bruder. Ja, moin. Was macht er denn? Pass auf, Stevie. Guck mal, wo hast du bei PC solche Gegner?
Nie. Ja, auf Real Talk nie, Digga. Jeder 7-Jährige, der am PC spielt, ist der beste Spieler der Welt direkt. Digga, völlig dolly. Hier, zum, den Loot Drop scheiß da auch drauf. Ja, egal, dann schmeiß deinen Kollegen weg, Digga. Digga, hätte ich mal so Gegner, Alter. Bruder. Ja. Weil da geht's hier. Och, Digga. Boah, Junge. Yo. Hä? Das war's an der Stelle. Einfach diese YouTube-Mucke. diese. Ja. YouTube-Mucke. Warum bin ich das so witzig, Junge? Maximal lost. Maximal lost. Und so eine dumme Sau schneid mich. Ruhig, Bro. Was macht ihr denn? Jetzt kommt's Digga, der ist ja komplett raus. Aua, aua. Digga, ich spiel Mond anders grad. Digga. Und so jemand holt dich dann, weißt du? Du willst. Jetzt kommt der Rift. Was macht der? Was machst du da? Ey! Oh, aua! 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 Das hat. Nein! Das hat er jetzt gemacht! Alberto! Du kleine Sau! Oh, was? Nein! Wenn der einen Kill macht? Oh shit, bitte, Digga! Digga, er wird hier gerade. Da ist die Runde gleich gelaufen. Er hat einfach Chucky, Digga, aber hat gar keine Zeit, ihn zu holen. Oder? Macht er Chucky? Ist auch schlau, 2 Minis zu trinken und danach essen Chucky. Und die Zone kommt zum Glück auch nicht. Oh, 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 über ihm. Meine Fresse! Du Stück Scheiße, Alter! Kleiner Hundesohn! Jo. Mann, ey! Alter! Lass mir Frieden, du Arschloch! Mann, lass dich doch mal in Frieden! Mann, du! Dann! Ich hab meine Facecam jetzt auf. Letzter Clip. Oh mein Gott, Stil, du bist so ein. Digga, du hast dich selber so hart in den. Oh mein Gott, Stil. Das war so wirklich komplett. Hä, hey, was hat Stil denn gemacht? Digga, verkauf deine verdammte Scheißkonsole, Digga. Das, Digga. Das hätte jetzt irgendwie selber um. Ist auch egal, Leute. Ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, Leute. Ihr wisst Bescheid. Schaut gerne auch bei Revi vorbei. By the way, Leute, alle Clips, auf die wir heute reagieren und erst recht der Kanal zu Monte, alles in der Beschreibung. Checkt das Ganze mal ab, Leute. Gönnt den Leuten auch einen Klick, wenn wir drauf schon reagieren. Dann seid wenigstens doch so ehrenvoll und klickt dann auch auf deren Video, damit ihr auch noch ein View bekommt, Leute. Und dann würde ich sagen, wir starten rein und let's go, Digga. Leute, ich bin an der Stelle auch raus. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ich lese mir die Kommentare immer wieder mal durch. Weil ich finde es immer interessant, wenn mich jemand über die Kommentare mir was schreibt. Also wäre echt korrekt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Peace.